Wann wart ihr eigentlich das allererste Mal in Wacken auf dem Acker? Ich denke 98. 1900. Ja, nicht, dass du mir was anderes unterstellen willst. 98 und du? 2006. Als wir uns da getroffen haben, das war dein erstes Jahr? Ja, wo du die Hose so hochgezogen hast. Aber das war auch Schlamm an dem Jahr. Da war ganz gut, dass die Hose so weit oben war. Mit einem 92er T-Shirt. 2006 hatten wir auch Schlamm? Nee, da war es heiß. 2006 war es heiß. Da war es heiß. Ja. 2006 war es heiß und haben sie uns gegrillt. Ach, ja. Schande. Die Bühnenbau-Heroes. Oh, hier. Ja. Nackte Ohrkörper. Ja. Da flippe ich ja aus. Und mit einer silbernen Brille noch. Und das wallende Brusthaar. Und vor allem, könnt ihr euch noch an die ersten Drehs erinnern? Das war das mit dem Pfeifen. Und wir hatten uns echt Mühe geben müssen, ihn zu verstehen, weil der sprach so komisch außerirdisch. Mit der Hose zu weit hochgezogen. Von wem ist diese Melodie? Kennst du die? Dunkle Haare hatte ich da noch. Ja. Keine Ahnung. Das kein Helm, keine Weste, Sneakers an den Füßen. Nee, ich glaube, es waren zumindest Arbeitsschutzsandalen. Ohne Scheiß. Aber kein Helm. Man muss schon zugeben, das war früher etwas lässiger. Das war unsere erste Begegnung. Ja. Das ist ja fast so schön wie Sex. Das wurde früher noch alles analog just in time gemacht. Wenn die Züge einliefen, hat er an dieser Station quasi die Durchsage gemacht und da durfte ich tatsächlich mal in den fließenden Bahnverkehr quasi mit einem Monolog einen reingrätschen. Auf der Reise von Meschlingen, Barbarlingen nach Itzehoe ist dein Portemonnaie verloren gegangen. Ja. 400 Euro weg. Der Schlüssel für den Kreuzschatzgürtel, der ein bisschen hoch hängt. Auch futsch. Ja, Versicherung. Keine Kohle mehr. Alles weg. Wir versuchen mal für dich ein bisschen Kohle aufzutreiben. Jo, was hältst du davon? Ja. Bist du bei Andreas? Ja. Servus. Digga, hast du was verloren? Ja. Hast du das gefunden? Da ist er uns in die Parade gefahren. Du zerstörst unsere Idee gerade. Ja. Sehr viel Bargeld. Das hätten wir jetzt anders machen müssen. Das hätte ich ihm jetzt geben müssen. Danke. Aber ich hab dir 5 Cent gegeben, da steht noch ein Musikwunsch zu. Wir müssen jetzt schon bringen, breaking the law, komm. Breaking the law, breaking the law. Halt, stopp, 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 stopp. Das ist ja langweilig, hier nimm mal einen Schluck. Breaking the law, breaking the law, come on. Breaking the law, breaking the law. Sing mal ein Stück. Ja, Trollhammerin, das ist norwegisch, Hilfe, soll ich jetzt norwegisch singen oder was? Irgendwann Horges Kaikus auf der Wege. Was? Ich denke, der kann norwegisch, kann er doch nicht. Das ist überhaupt keine Sprache gewesen, das fiel mir gerade so ein. Sicheres Auftreten bei hundertprozentiger Ahnungslosigkeit und dein Gegenüber ist total perplex. Du kannst den Text? Logisch. Das ist krass. Hab ich doch vorbereitet. Tobi, welches ist deine Lieblingsband dieses Jahr? Amon Amarth. Kannst du mir von dieser Band, von einem Lied, die Headline singen? Ja. Odin, guide our ships, erect the spears and swords. Guide us through storms that whip and in brutal war. Das geht wieder weg. Spätestens in einer Woche wird er wieder ganz normal und keine Angst, er will nur spielen. Guck mal, die Sonne scheint im Gegensatz zum letzten Jahr. Frauen brauchen pro Tag 27.000 Wörter. Männer kommen mit 5 aus. Das weiß ich auch warum. Das ist sensationell, dass ich nie einen auf die Schnauze gekriegt habe bei dem, was ich da so gemacht habe. Ich glaube, ich kann dich umhauen. Immer die Haare abschneiden hier. Aber wir spielen Box. Das heißt, du bist ja nur eifersüchtig, weil du kurze hast. Ja, aber nur auf dem Kopf. Das kann man gar nicht richtig bangen. Komm, wir drehen das jetzt mal mit diesem scheiß Podcast hier um. Also dieser junge Mann labert hier die ganze Zeit die Leute voll. Redet totalen Unsinn. Hat eine rote Brille an, hat ein Käppi an, hat keine langen Haare. Was geht denn hier ab überhaupt? Was ist denn das für ein Podcast? Es wird überhaupt nicht rausgeschnitten, da werde ich persönlich mich für einsetzen, dass diese Scheiße nicht rausgeschnitten wird. Ich habe schon damals ziemlich gute Special Effects gehabt, muss ich gerade feststellen. Das ist auch falsch. Oh Mann, ist der dämlich. Einmal Valium bitte.
Ja, das war, wie soll ich das sagen, auf Tuchfühlung mit den großen Stars. Für mich waren das total fremde Leute. Also wenn jetzt ein Phil Collins an mir vorbeigelaufen wäre oder ein Bryan Adams, dann hätte ich wahrscheinlich auch schnappatmend bekommen. Aber jetzt in diesem Moment waren das David Coverdale, hat mir überhaupt nichts gesagt. Auch Blind Guardian. Die haben gedacht, was ist denn das für ein Vollpfosten, der kommt hier an und kennt uns gar nicht. Wer ist das? Wer das ist? Ja? André. Der Busfahrer. Das ist der Busfahrer. Der Busfahrer André. Wir gehen mal zum Busfahrer André. Das ist wahrscheinlich der einzige von denen, der keinen Führerschein hat, der kann man auch keinen wegnehmen. Grüß dich, André. Tach. Ich zeig dir gleich was. Ja. Und du musst den Jungs pantomimisch beibringen, um das was es sich hat mit Zocken zu tun. Ja! 90, 91, 92. Okay, dann habe ich ein bisschen Pause gemacht, aber dann 2006 für mich die Rückkehr zum Wacken Open Air. Und zwar nicht nur als Gast, sondern ich hatte das große Vergnügen, vor der Kamera zu stehen und die ersten Pots zu produzieren. Ja, wer hätte geahnt, dass dann noch ein paar Jahre folgen, nämlich bis 2019. Das erste Jahr haben wir jetzt abgearbeitet, 2006, 2007 und 8 und 9. Und die anderen Folgen werden folgen. Folgt uns auf Wacken TV, um die Folgen zu sehen, die noch folgen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Die Aktion weiß ich noch, die war Hammer, die war mega. Aber uns Dittmarschern macht so ein bisschen Riesen nicht kaputt.